Genau. Jetzt kommen wir zu unserer Weekend-Rubrik «Ich oder du». Da sind heute der neue Stern am Schweizer Comedy-Himmel, der Charles Nguela, und sein Manager, der Dani Gundelfinger, zu Gast. Zwei, die beruflich bestens harmonieren. Ob sie es privat auch tun, testen wir jetzt. Charles und Danny, hallo! Guten Abend. Tag. Moin. Ja. Erste Frage. Wer trinkt öfters einen über den Durst? Klarer Fall, der Charles. Ja, klar. Das ist ja logisch. Ich lasse mich auch gerne gehen. Aha. Ich auch gerne gehen. Gut. Ab und zu. Nicht immer. Mhm. Ab und zu. Wer ist der größere Schnurri? Ja. Das ging schnell und wieder ganz klar, Charles. Hey. Man merkt es, oder? Yeah! Yeah! Sind wir wenigstens einig in ein paar Sachen. Wer schaut auf der Straße eher dem anderen Geschlecht nach? Ja? Beide sagen ich. Wie kommt's? Also du musst eigentlich du sagen. Ha, wieso? Wieso muss ich? Ja, weil du Freundin ist. Ja, aber das heisst ja nicht, dass ich nicht andere schöne Frau. Du weißt aber schon, dass ich das zuschaue, gell? Später. Ja, da hat er recht. Susanne, ist das gut? Er schaut. Er schaut andere Frauen an. Okay. Ja. Ich freue mich aufs nächste Treffen. Dann werden wir doch noch ein bisschen konkreter. Wer flirtet mehr? Aber dann hier ist dann klar. Ja, hey. Charles. Ich habe keine Freundin. Das ist ein Berufsflirter. Nein. Sogar. Ich sehe nur damit zu, dass ich charmant bin und nett. Natürlich. Und das kann man ab und zu falsch verstehen. Oh. Aber es geht auch in und vielleicht. Ja. Das ist Schicksal von deinem Leben. Ja. Dass man das immer falsch versteht. Ja. Charmant sein versteht man schon einfach. Okay. Weiter geht's. Wer von Ihnen beiden ist sportlicher? Ui. Charles. Ja. White man can't jump. Ja, hey. Und was ist unser Roger? Roger ist sowieso halb Afrikaner. Boah, okay. Gut. Boah, wer tanzt besser? Wieder Charles, natürlich. Wobei das ja nichts mit Sport zu tun hat. Ey, aber hey, tanzen. Ich habe das im Blut. Mhm. Also Walzen verstehe ich jetzt nicht unter Tanzen. Eben. Mal. Eben. Ich meine, was du kannst, das sind so afrikanische Voodoo-Gehopse. Was? White Breakdance? Aber also ich meine ein Tango oder also ein Cha-Cha-Cha. Okay, oder Tango. Ein Rumba. Tango, ich meine, du musst mal wirklich eine gute Frau kennenlernen, die kann tanzen. Dann kommst du auf die Welt. Du warst noch nie an einer Hip-Hop-Party oder sonstige Partys. Ja, kennst du Breakdance? Das ist auch Tanzen. Ja, Breakdance. Nein, das ist für mich Sport. Das finde ich cool. Nein, da kommt nicht mega. Sport. Es läuft Musik und Leute bewegen sich. Mhm. Und das ist Tanzen? Das ist Tanzen. Okay. Ja. Füdli bewegen. Okay. Es läuft Musik und die Leute bewegen sich. Das ist Tanzen. Das geht um Tanzen. Dann ist 6 Leute Umzug, ist auch Tanzen. Dort läuft auch Musik und die Leute bewegen sich. Nein, das sind einfach besoffene Zürcher. jetzt musst du langsam hören. Oh ja, wir sind in Zürich. Ja, genau. Hey, nicht persönlich, nicht Zürcher. Wir sind schon bei der letzten Frage. Wer würde lieber FKK-Ferien machen? Hm? Schwierig, hä? Huh? Ah, Charles, natürlich. Ich kann nichts verstecken. Hey. Sie haben in 13 von 20 Fragen übereingestimmt. Das sind 65% Harmonie. Hey. Ja, nicht schlecht. Wir werden jetzt ein cool, angenehmes Berlin. Okay. Ja, war angenehm mit Ihnen. Ja. Vielen Dank und tschüss.